Willkommen, liebe Brawler, bei mir dem Thorsten, auf der Shelly. Ich hocke immer noch auf der Shelly hier, aber ihr seht das, ich bin am Handy und ich habe natürlich auch hier den Skin freigespielt und ich weiß jetzt auch mittlerweile so ein bisschen mehr über das Spiel. Also ich habe mich hier so ein bisschen umgeguckt, was gibt es eigentlich, was kann man eigentlich machen. Ich habe mich schon mal mit Google Play verbunden, mit der Player-ID immer noch nicht, also mit der Supercell-ID. Ich weiß, dass es hier verschiedene Chats gibt. Club-Chat, Team-Chat und auch wer ist eigentlich online in meiner Freundschaftsliste und ich bin noch nicht mit Facebook verbunden. Mal sehen, ob ich das noch mache. Muss ich mal schauen. Club habe ich natürlich noch keinen. Ich könnte jetzt welchen beitreten, die jetzt hier irgendwie auch ihren Clan offen haben, aber ich glaube, ich bin noch ein bisschen low. Und ich muss so ein bisschen leveln hier. Ich habe, ja, ihr seht das, ich habe 38 Pokale und ich habe gesehen, dass hier oben diese Trophy Road sehr, sehr genutzt werden sollte. Also nächstes Ziel sind hier die 40 Pokale, um erstmal die Brawlbox zu bekommen und dann natürlich die 60, um hier den nächsten Helden freizuschalten, den Colt hier. Das ist gar nicht mal schlecht, aber in noch nicht erreichbarer Nähe, muss ich ehrlich mal sagen, liegt natürlich hier die 500er Grenze, also da, wo es in der Liga eigentlich losgeht. Mal sehen, wie wir das machen. Ich habe mir auch schon ein neues Event hier freigeschaltet. Und ich dachte, wir spielen das Event mal. Also die Juwelenjagd, die habe ich ja jetzt in der ersten Folge gemacht. Also diese Folge starte ich jetzt einfach mal mit Hashtag 1. Und wir gehen mal in das Ereignis hier rein. Neues Ereignis. Komischerweise hatte ich es mir schon freigeschaltet. Denn ihr könnt das hier, glaube ich, in den Wiederholungen sehen. Die sind im Moment nicht verfügbar. Ich habe den Solo-Showdown schon einmal gespielt mit dem ersten Platz. Ich weiß nicht, warum die Wiederholungen vorübergehend deaktiviert sind. Schade eigentlich auch, aber hier habe ich schon einmal gerockt. Mich wundert es eigentlich, dass ich das Ding hier... Ach so, ich kann das nochmal freischalten. Okay, da kriege ich nochmal ein paar Marken für. Okay, also Wirbelhöhle. Oh, oh, oh. Da gucken wir mal rein. Im Moment habe ich ja weder Freunde noch Feinde, also spielen wir hier, glaube ich, Solo und wir gucken mal, was wir oder was uns hier in der Wirbelhöhle erwartet. Die habe ich noch nicht gespielt, also es gibt ja scheinbar auch mehrere Arenen oder wie sich das hier nennt. Und schauen wir mal rein. Ich muss sagen, ich hab mir so ein bisschen was angeschaut in YouTube und auch bei Freunden erfragt. Übrige Brawler, also hier müssen wir überleben. So muss man es ja sagen. Hier müssen wir ein bisschen überleben. Und wir gucken mal, wir müssen ja so ein bisschen unsere Superkraft hier aufbauen, beziehungsweise hier aufbauen. Oder haben wir schon mal was? Ah, okay. Dann gucken wir mal, was wir hier eigentlich haben. Ah, den können wir hier schon mal... Ah, das. Die müssen wir hier aufnehmen. Damit haben wir jetzt schon mal einen Punkt für uns hier. Beziehungsweise so ein Power-Up ist das ja. Aber hier muss ich mich noch... Oh. Aus dem Nebel hier, da muss ich mich ein bisschen raushalten. Aus diesem Grün hier. Denn das ist, glaube ich, Gift. So habe ich es festgestellt. Das ist, glaube ich, hier Gift. Und, mal sehen. Oh, den können wir nicht schaffen. Oh, ja, ja, komm, weg da. Nein. Die Steuerung hier. Oh, die Steuerung ist suboptimal. Okay, die Steuerung hier ist so ein bisschen suboptimal. Aber wir haben hier auf jeden Fall was aufgesammelt. Und es gibt jetzt nur noch drei Brawler hier. Also, man kann sich hier ruhig so ein bisschen verstecken, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob man das hier schafft. Oh, das haben wir gepackt. Es sind nur noch zwei Brawler online. Okay, dann gucken wir mal, wo die sind. Ich habe hier aber erst drei Power-Ups. Und, ah, wir haben... Ah nein, es ist immer noch ein Brawler. Ah nein, ich bin wieder Erster. Toto hat es geschafft hier, den Showdown hier gepackt, also Solo. Wir können die Shelly in jedem Fall leveln auf den nächsten Punkt hier auf Level 5. Das andere war ja mit dem Avatar aus der ersten Folge und ich verlasse in jedem Fall ganz, ganz kurz mal. Denn wir wollen sie ja leveln. Das wird uns hier oben angezeigt. Ah ne, wir haben ja hier erstmal was zum Anfordern. Sauber gemacht hier. Münzen, okay. Powerpunkte für Nita will ich in jedem Fall auch mal nutzen. Können wir jetzt auch ein Update drauf machen.
Aber ich denke mal, wir spielen die Shelly noch so ein bisschen weiter, um hier so ein bisschen in dieses Spiel reinzukommen. Und das nächste Ziel sind 60. 14 Trophys fehlen uns dann noch. Und ich glaube, konnten wir die jetzt eigentlich upgraden? Ah, nee, die können wir noch gar nicht upgraden. Wir konnten ihn hier jetzt erstmal upgraden. Das machen wir auch. Denn den werden wir demnächst, denke ich mal, auch spielen. Aber auswählen werden wir hier noch die Shelly. Und was haben wir hier oben? Ah, okay, das sind die Brawler. Das Ereignis hier haben wir auch gemacht. Können wir also auch noch die nächste Truhe öffnen. Oh, 4 Powerpunkte für Shelly. 10 für Nita und ein wenig Gold. Okay. Ja, um erstmal so ein bisschen zu leveln, glaube ich, ist dieser Showdown ganz gut. Hier die Wirbelhöhle. Okay. Dann würde ich sagen, wir stürzen uns einfach nochmal neu rein hier. Denn ich muss mich ja erstmal mit einer Figur so ein bisschen auskennen, bevor ich dann die nächsten auch mache. Und mal, wie mir das dieses Mal gelingt hier. Wir schauen mal. Ja. Ich muss erstmal ganz, ganz behende hier los. Oh, da sind schon die ersten. Okay. Ich muss mich nicht ganz so dolle hier rantreiben. Beziehungsweise muss mich noch nicht ganz so derbe hier ins Getümmel stürzen. Ich habe gedacht, ich halte mich hier mal erstmal so ein bisschen bedeckt, um hier ein wenig so ein bisschen Hits zu machen, damit meine Fähigkeit auflädt. Ihr seht das hier, ich habe keine Moon mehr. Das habe ich jetzt auch festgestellt, aber die anderen haben auch keine Moon. Und oh, ich habe schon 2 Power-Ups aufgesammelt. Das ist nicht schlecht, da muss ich jetzt erstmal ein bisschen rumrecken. Wir haben noch 7 Brawler hier online. Und ich nehme das Ding jetzt doch, ich nehme es doch mal in die Hand, glaube ich. Okay, den haben wir auch gepackt. Aber wir müssen uns hier noch so ein bisschen, oh shit. Da bin ich, glaube ich, in so eine Bombe gelaufen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Einmal mein Power-Up hier genutzt. Und dann habe ich hier den nächsten einmal, oder mein Special genutzt hier. Wir haben noch 4 Brawler online. Oh, irgendeiner schmeißt hier immer, oh, da ist schon wieder Gift. Da will ich mal nicht rein. Irgendeiner schmeißt hier immer so ein bisschen so eine Bombe ab. Den kann ich natürlich noch nicht einschätzen. Aber den hier kann ich einschätzen. Der versteckt sich nämlich auch nur. Oh, 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 Zeichen des Todes. Das ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Das habe ich heute schon mal gesehen. Oh, den haben wir auch gepackt. Okay, dann haben wir noch 3 Brawler online. Da unten habe ich eben einen gesehen. Ich glaube, wir können hier ruhig mal so ein bisschen leicht aggressiv spielen. Ah, jetzt weiß ich nur nicht, ob hier unten noch einer ist oder... Ah doch, hier haben wir jemanden, der scheinbar gar nicht da ist, oder? Was ist das denn? Der war irgendwie halb offline oder so. Okay. Dann haben wir hier den Showdown. Wir haben nur noch 2 Stück. Und ich muss mal gucken. Einmal mein Special hier gezündet. Oh, musste ich gar nicht mehr machen. Ich bin schon wieder Erster. Eieiei, das geht gut los hier. Also, Pokale scheffeln. Mit der Shelly hier. Das klappt richtig gut. Mal sehen, ob wir die 60 noch schaffen hier. Ich glaube, mehr haben wir im Moment nicht bekommen, oder? Haben wir noch was bekommen hier? Ich glaube, wir kriegen... nichts, wir haben nur ein paar Pokis gewonnen. Okay, 6 Pokis noch. Komm Leute, da machen wir noch eine Runde. Das ist ja hier mal was ganz Interessantes, aber ich bin echt froh, dass das hier am Handy so gut vorangeht. Und wir sind jetzt wieder im Showdown. Das kann man immer mal zwischendurch, glaube ich, zum Poki-Pushen ganz gut spielen. Ich würde natürlich gerne mal im Duo mit euch spielen oder wie auch immer. Denn das macht sicherlich... Oh ne, das macht sicherlich noch mehr Bock. Hier muss ich erstmal Power-Up sammeln. Aber jetzt habe ich keine Power... Ah, jetzt hat der das Power-Up aufgenommen hier. Na, warte. Komm. So, das habe ich dir jetzt wieder abgenommen hier. Damit habe ich 2 Stück. Wir haben noch 9 Brawler on hier in dieser Map. Gucken wir mal. Und wir haben unsere Fähigkeit vor allen Dingen auf. Mit der Fähigkeit kann ich so ein bisschen aggressiver vorangehen. So, da haben wir wieder ein Power-Up gesammelt, glaube ich. Ah, nee, das muss ich noch sammeln. Das muss ich noch aufsammeln hier. Mit unserer lieben Shelly. So, schauen wir mal. Das war dem hier. Ah, den kriegen wir ja so. Leute, was ist denn hier los in meiner Liga? Ah, nee, ich bin ja noch gar nicht in irgendeiner Liga. Und da fetzen sie schon wieder. Einmal die Fähigkeit hier gezündet. Also jetzt muss ich ein bisschen aggressiver hier vorgehen. Glaube ich mal.
Oh, da. Ja, oh. Hier sind nur noch 4 Stück. Ich muss mich mal eben so ein bisschen bedeckt halten hier. Ich muss mich mal eben so ein bisschen bedeckt halten und hochrecken. Aber ich habe 6 Power-Ups. Das ist schon richtig nice. Und dann gucken wir mal, ob wir den nicht. Ah, den müsste ich so kriegen, oder? Krieg ich den so? Komm hier hin. Komm, Schätzchen. Komm. Dann nehme ich halt mal Power-Up. Das war der letzte Beholer. Alter, 3 Stück am Stück gewonnen. Richtig, richtig nice. Und plus 8, das müsste mir auf jeden Fall die nächste Errungenschaft freigeschalten haben. Ah, Rang 6 auch. 62,80. Wir verlassen hier mal. Also cooles Ding hier, der Solo Showdown ist mal nicht schlecht, muss ich sagen. Und wir gucken hier oben mal rein. Oh, ich kann den Colt schon nehmen. Wow, nicht schlecht. Den fordern wir an hier. Also den nächsten Brawler freigeschaltet und das gleich in der zweiten Folge. Ist mal nicht schlecht, 2/7 Brawler ist ein Meilenstein, okay. Und der nächste Meilenstein, oh, das sind die 200. Da muss ich erstmal ein bisschen offline zocken, glaube ich. Und die Shelly, können wir die eigentlich auch einen hoch machen? Okay, den haben wir neu. Ah, nee, wir können den Nita hoch machen. Den nehme ich. Ich weiß nicht, ob man grundsätzlich hier leveln soll. Aber ich denke mal, das soll man schon. Vielleicht könnt ihr mir das unten in die Kommentare schreiben, ob das in Ordnung ist, wenn ich hier level. Und ich kann hier auch viel, viel mehr Infos klicken, als ich das im letzten Mal gemacht habe. Also die Attacke Nita verursacht eine Schockwelle im Boden, die getroffenen Gegnern Schaden zufügt. Und was ist das? Gut beschützt, auch nicht schlecht. Nita beschwört einen großen Babybären, der ihre Feinde angreift. Okay, ich wähle den mal noch nicht aus. Den probiere ich mal ganz, ganz in Ruhe. Aber Colt ist ganz neu. Saubere Sache hier. Ich glaube, der macht ja richtig massiv Schaden. Und auch auf eine nette Distanz. Aber erstmal, glaube ich, mit Level 6 ist die Shelly hier meine Favoritin. Und deswegen werde ich in jedem Fall diese erstmal ein bisschen weiterspielen. Also ab und zu, auch wenn ich mal so ein paar Schnitte da drin habe, dieses, ja, damit der Sound hier durch das Handy geht, muss ich das Handy ja routen. Ihr habt das ja mal ganz am Anfang mitbekommen. Es hat ja funktioniert, aber ab und zu setzt das aus, da muss ich es wieder booten. Also da ist noch so ein bisschen Potenzial, wo man ein bisschen mehr machen kann. Ich kann immer noch was shoppen, okay, das ist auch nur ein Angebot. Also ich spiele jetzt erstmal wieder ein bisschen offline. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Zweite Folge hier Brawl Stars auf meinem Kanal. Ist mal was anderes, Leute, auch für mich. Und ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Bis dahin, euer Toto. Road.